Also wir wollen heute eine Wasserrakete starten aus verschiedenen Gründen. Erstens ist es lustig. Es ist zwar noch nicht ganz so warm, aber das müsste reichen. Wir werden bestimmt nass werden dabei. Es macht auch Spaß. Der ganze Haken ist, ich kennzeichne mal die Wasserrakete. Die ist dann hier irgendwo oben, wenn wir sie gestartet haben. Und da müssen wir ein bisschen schnell sein. Und zwar werden wir verschiedene Dinge machen. Wir werden auswerten. Wir werden peilen. Und zwar einen gewissen Winkel. Ein Winkel genügt uns nicht, denn die Wasserrakete, die könnte hier, hier, hier oder sonst wo sein. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall von zwei Seiten irgendwie peilen. Es kann sein, dass der andere weiter weg steht. Und dann haben wir hier noch einen Winkel. Mit den Winkeln können wir was anfangen, muss ich jetzt nicht drauf eingehen. Also, sagen wir Alpha und Beta. Dementsprechend brauchen wir zwei Winkelmesser zum Peilen und zwei Leute, die gucken. Wie das geht, zeige ich dann gleich. Die zweite Sache. Wenn es einer schafft, weil leider ist das eine Wasserrakete, wo man echt ein bisschen mehr erschreckt, wenn die startet. Da ist kein echter Auslöser, aber wir werden das nachbessern, es wird alles gehen. Dann wäre es ganz gut, wenn wir auch die Zeit hätten, die Flugzeit. Aber die Zeit, die kann man besser nehmen, indem man sagt, wir sehen, wenn sie umkehrt, denn diesen Moment, den kann man wesentlich besser verfolgen. Die Wasserrakete kehrt um und fällt wieder runter. Und freien Fall. Das lässt sich leicht berechnen, das dürfte nicht allzu schwer sein. Eine Schwierigkeit ist, die Wasserrakete ist dann nicht mehr voll. Aber trotzdem können wir einen Haufen damit anfangen. Das wird unser Versuch werden. Die Berechnung, das können wir alles später machen. Ist noch genug Zeit. Ja, gut. Was dann noch wichtig wäre, wir müssen vorher überlegen, wie schwer ist das Biest. Ich kann es gleich sagen, weil ich diesen Versuch schon mehrere Male gemacht habe. Wenn die Wasserrakete noch hier steht, dann ist sie gefüllt mit Wasser und zwar, das ist eine 1-Liter-Flasche oder was? Anderthalb oder eins? Ein Liter, okay. Und es hat sich bewährt, die Füllung nur, also wenn es soweit ist, dass es starten soll, die Füllung zu einem Drittel, also ein Drittel des Gesamtvolumens. Ich mach's mal V. Wir können dann auch, weil das eine Universalflasche ist, eine PET-Flasche, wir können dann auch kleinere Flaschen starten, mal probieren. Größere Flaschen, wenn wir dann hätten, mal eine 1,5 Liter Flasche, je mehr, umso besser. Der Trick ist bei der ganzen Sache, ich bin beim Thema Impuls schon mal drauf eingegangen. Der Impuls ist ja Masse mal Geschwindigkeit. Wir hatten uns darauf geeinigt, welche Geschwindigkeit ist hier gemeint? Das ist die hier, des ausströmenden Wassers. Und wir könnten auch nur das Ding mit Luft füllen, dann würde sie blub nach oben fliegen, aber nicht so weit. Denn die Wasserrakete stößt sich sozusagen an ihrem eigenen Wasserstrahl ab oder an dem eigenen Strahl ab erstmal. Und je mehr Masse wir da reinlegen, umso besser. Nebenbei, falls es einer noch nicht gewusst hat, Turbinentriebwerke, also hier vorne solche, wie wir sie alle aus großen Flugzeugen kennen, die haben ja hier hinten einen, ich sag mal ganz frech, Flügelrad. Das ist also eine echte Turbine, welche befeuert wird. Da hinten wird richtig massiv verbrannter Kraftstoff, also da drauf gepustet, sage ich mal ganz locker. Hier vorne ist es nur der Verdichter, der die Luft hier reinleitet und ganz doll massiv die Strömungslinien verengt, sodass hier hinten praktisch kurz vor der Turbine, kurz bevor dann dieses Kraftstoff vermengt wird und entzündet wird, das also richtig scharf komprimiert wird. Dann stößt letzten Endes hier hinten ein großer Strahl aus, aber der ist noch heiß. Und dieses heiße Gas hat auch eine gewisse Masse. Also hier geht ein kleines bisschen verloren, damit verdichtet werden kann, und auf diesen Strahl kommt es an. Man hat erfolgreiche Versuche gemacht und hat früher sogar hier, na, ich mach's mal in grün, hier noch zum Schluss Wasser dazugegeben. Natürlich hatte man nicht allzu viel Wasser mit. Wasser dazugegeben, damit dieser Strahl mit mehr Masse ausgestattet wird. Also dieses Prinzip, so viel Masse wie möglich reinzugeben, hat wirklich Sinn gehabt. Heute macht man es mit Nachbrennern, aber mit Wasser funktionierte das auch sehr gut. Bloß eben, man muss eben sehr viel Masse Wasser mitschleppen. Jetzt genug der ganzen Vorrede. Wir gehen jetzt bei. Es kommt also auf den Versuch an. Wir brauchen noch einen zweiten Winkelmesser und dann können wir loslegen. Ich schließe das Video damit ab.